Deutsche Gräueltaten im heutigen Namibia Anfang des 20. Jahrhunderts. Zwar ist die genaue Todeszahl umstritten, fest steht, Zehntausende, vor allem der Volksgruppen Nama und Herero, starben in Konzentrationslagern, andere verdursteten auf der Flucht. Was die kaiserlichen Truppen in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika anrichteten, war ein Völkermord. Mündlich hat das Auswärtige Amt diesen Begriff schon in den vergangenen Jahren verwendet. Nach mehr als 5 Jahren Verhandlungen ist die Bezeichnung Völkermord nun offiziell. Unser Ziel war und ist, einen gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung im Gedenken der Opfer zu finden. Dazu gehört, dass wir die Ereignisse der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia und insbesondere die Gräueltaten in der Zeit von 1904 bis 1908 ohne Schonung und Beschönigung benennen. Immer wieder gedenken Menschen in Namibia der Opfer der Deutschen. In den vergangenen Jahren hatten sie zudem eine Entschuldigung und Reparationszahlungen gefordert. Jetzt erklärt sich Deutschland bereit, 1,1 Milliarden Euro zu zahlen für Infrastruktur, Gesundheits- und Ausbildungsprogramme. Bei dessen Gestaltung und der Umsetzung werden die vom Völkermord betroffenen Gemeinschaften eine entscheidende Rolle einnehmen. Rechtliche Ansprüche auf Entschädigung lassen sich daraus nicht ableiten. Es soll aber kein Schlussstrich sein, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Die Anerkennung der Schuld und die Bitte um Verzeihung sei ein wichtiger Schritt.